Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Weltbild liest. Mein Name ist Franziska Kurz und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Schön, dass ich wieder in Ihren Wohnzimmern zu Gast sein darf und mit Ihnen über Literatur sprechen kann. Wir freuen uns heute sehr auf Magie. Bei uns wird es märchenhaft, naturverbunden und wir wollen Sie mitnehmen auf eine Reise zum Ursprung, zu dem, was wirklich zählt. Wir begeben uns gemeinsam in einen Wald, der ein Eigenleben zu führen scheint. Wir folgen einem kleinen Mädchen auf dem Weg zu ihrer Bestimmung und lernen dabei zauberhafte Tiere und neue Freundinnen kennen. Kommen Sie mit mir auf diese Reise. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Die Frau, die uns heute mit dahin nimmt, hat schon über 20 Kinderbücher geschrieben. Sie hatte als ersten Berufswunsch Prinzessin, vielleicht sogar noch mehr als ich. Sie war Schauspielerin und Synchronsprecherin und ist heute sehr erfolgreiche Kinderbuchautorin. Ihre Stimme könnte Ihnen also sehr bekannt vorkommen, vor allem regelmäßigen Zuschauern, zum Beispiel von den Simpsons. Sie mag den Duft frischer Bücher sehr, sehr gerne. Sie taucht ihre Nase gerne da hinein, wenn sie eins frisch gekauft hat. Das kann ich nachempfinden. Machen Sie das auch so gerne? Und sie hat unter anderem den kleinen Siebenschläfer und Frau Honig erfunden. Vielen Dank dafür schon mal anstelle vieler, vieler Kinder, die begeistert sind von diesen Büchern. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Sabine Bohlmann. Wir reden heute über ein Mädchen namens Willow und über viel, viel mehr als nur das reine Buch und den reinen Inhalt, wie Sie es von uns kennen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was war Ihr Lieblingsmärchen als Kind? Was war Ihre Lieblingsmärchenfigur? Hatten Sie vielleicht sogar eine Lieblingshexe? Denken Sie doch mal einen Moment lang darüber nach. Ich verspreche, die Frage ergibt später Sinn. Wir freuen uns während unseres Gesprächs auf Ihre Likes, Kommentare und Fragen. Ich werde immer wieder nachschauen auf meinem Tablet, was Sie denn vielleicht gerne wissen möchten von Sabine Bohlmann über das Mädchen namens Willow und vieles andere mehr. Das Buch können Sie, wie immer, in jeder Weltbild-Filiale und auf Weltbild online kaufen. Und jetzt sage ich Hallo aus Todering nach Moosach, quasi ein innermünchisches Gespräch. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Hallo Franziska, ich freue mich auch sehr. Schön, dass es geklappt hat. Wir lernen in ein Mädchen namens Willow nicht nur Willow selber kennen, sondern auch ihren Vater Adam und ihre Tante Alvina. Möchtest du sie uns vorstellen? Wer sind sie und wie sind sie so? Ja, also in dem Buch geht es um die 11-jährige Willow. Die zieht mit ihrem Vater zurück eigentlich in das Städtchen der Kindheit des Vaters. Und in einem alten Haus hat eben diese Tante Alvina gewohnt. An diesem Haus ist ein kleiner Wald angeschlossen. Und Haus haben die beiden geerbt, der Vater und die Tochter. Und die Willow hat noch von ihrer Tante Alvina den Wald geerbt. Und was sie noch nicht weiß, ist, dass sie nicht nur den Wald geerbt hat, sondern eben auch die Hexenkraft von der Tante Alvina. Es gibt noch ein kleines Hexenhaus in diesem Wald, was sich eigentlich nur zeigt, wenn es sich zeigen möchte. Und es gibt noch ganz viele Tiere. Also Willow wird noch einen Tiergefährten zur Seite bekommen, einen magischen. Das ist der Fuchs. Und sie bekommt noch eine weitere Aufgabe auch mit auf den Weg, nämlich sie muss noch weitere Junghexen finden. Das ist ganz schön viel Verantwortung für so ein kleines Mädchen. Ja, vor allem eigentlich wird sie durch ihre Tante, die ja schon gestorben ist, ein bisschen dazu bewegt, über ihren Schatten zu springen, weil die Willow kann eigentlich gar nicht so gut mit anderen Menschen zusammen sein und sie eckt überall so erstmal so ein bisschen an. Und dadurch, dass sie diese drei anderen Hexen finden muss, muss sie einfach über ihren Schatten springen und sie muss auf andere zugehen und ist erstmal auf der falschen Fährte und findet erstmal ein Mädchen, was überhaupt nichts mit Hexerei zu tun hat. Und so hilft ihr eigentlich die Tante, so ein bisschen auch Fuß zu fassen in ihrer neuen Heimat. Und in ihrem Leben generell. Genau. In Willows Geschichte ist die Magie des Waldes ganz deutlich spürbar. Wir lernen mit ihr zusammen Zaubersprüche, Vertrauen in das eigene Können und die eigene Kraft. Nicht nur die Hexenkraft, sondern auch so das, was in einem steckt. Charakterfestigkeit und so. Und welches Tier zu wem passt.
Für mich, als ich das Mädchen namens Willow gelesen habe, war das vorherrschende Gefühl die Ehrfurcht vor dem Wald, die Ehrfurcht vor der Natur und allem, was dort drin so lebt. War das bei dir auch so? Also ich finde immer, dass einen das wirklich alles eigentlich sehr ehrfürchtig machen lässt oder sein lässt. Und ich finde das alles, wenn man durch so einen Wald geht, so unglaublich, wenn man sich wirklich mal überlegt, wieso ist das alles so, wie es ist. Und ich finde auch schon, dass so ein Wald einem eine Wahnsinnskraft geben kann. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass vielen Kindern, gerade die in der Stadt aufwachsen, genau das fehlt, dass man mindestens einmal pro Woche mit denen die nimmt und in den Wald geht und egal bei welchem Wetter, auch im Regen ist es total schön und dass man mal diese Geräusche dort wieder hört. Und für mich ist es so, wenn ich durch den Wald gehe, ich komme total wieder irgendwo bei mir an, ich komme total runter. Es erdet mich total. Ich finde, dieses Erden, das hat es ja schon im Wort irgendwo drin. Also der Wald erdet einen, weil drunter nur Erde ist. So ist es für mich. Und in der Stadt kann man eigentlich gar nicht richtig geerdet werden. Also ich liebe die Stadt, ich liebe München, ich liebe das. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich da gehe, auch wenn ich auf einer Wiese gehe, unter mir sind irgendwelche Rohre, irgendwelche Kabel oder eine U-Bahn oder drei U-Bahnen übereinander. Und das hat wahrscheinlich mit Erdung nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen finde ich, sollte man wieder viel, viel mehr rausgehen in den Wald. Also da bin ich absolut bei dir. Für mich ist auch Walderleben etwas unfassbar Wichtiges in meinem Leben. Wenn ich das Gefühl habe, mir wird alles zu viel, Kopfschmerzen, Stress, Nervosität, Schlafprobleme, was auch immer, dann muss ich raus und in die Natur und atmen. Einfach nur da sein und atmen. Wir haben von dir auch ganz, ganz tolle Waldbilder bekommen, von deinen Streifzügen durch den Wald. Ich glaube, das wird unsere Zuschauern auch so ein bisschen zeigen, wie dein Blick auf den Wald ist. Wie es dir so, also was du sehen kannst, wenn du dort bist. Weil auch wenn man in den Wald geht, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, durch einen Wald zu gehen oder in die Natur zu gehen. Man kann in den Wald gehen und währenddessen auf dem Handy herumtippen und Gedanken wälzen und anrufen und was auch immer. Dann hat man nicht so wahnsinnig viel Erholung. Aber wenn man sich mal die Zeit nimmt zu gucken, wie fällt ja jetzt das Licht durch die Bäume und was fliegt oder kreucht, fleucht, läuft da gerade, ist es was ganz anderes. Total. Also man muss eigentlich wirklich still da durchgehen und dann zeigen sich ja einem auch mehr Tiere, als wenn man jetzt da weiter redet und laut ist und irgendwas macht. Ja. Und also nur dann kann man natürlich auch so den Wald wirklich entdecken, wenn man jetzt nicht wirklich, wie du sagst, mit Handy da durchläuft. Ja. Und einfach offenen Auges und Ohren, offene Ohren und offene Augen und offenes Herz und dann kann man alles spüren und dann kann man auch die Dinge sehen. Also auch ich habe, glaube ich, auch Fotos gemacht von Rinden, wo irgendwelche komischen Muster drin sind, wo man gar nicht weiß, wo die eigentlich herkommen. Und ich habe da eben so ein kleines Wäldchen, in das ich immer gehe, das nenne ich meinen Zauberwald, weil das ist wirklich, das ist so zauberhaft und das hat wie so Zimmer. Also es ist wie eine große Wohnung und man geht immer so, weiß nicht, 20 Meter weiter und dann ist wieder ein neues Zimmer. Es gibt so das Mooszimmer, da ist alles bemoost bis oben hin. Dann gibt es so das so ein bisschen eher karg, da ist immer nur so hier mal ein Baum, da mal ein Baum. Dann gibt es ganz, ganz dicht, dann mal so ein Dickicht, wo man gar nicht durch kann. Und ich entdecke immer wieder was Neues und das ist einfach Wahnsinn. Ach, ist das schön, dir zuzuhören. Ja, ich glaube, wir sind beide sehr gerne in der Natur. Ja. Um unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ein bisschen deutlicher zu machen, wie die Magie von Willow funktioniert, auch wie das Buch beginnt, wen wir kennenlernen und warum wir ihn kennenlernen, kommt jetzt etwas, auf das Sie sich bestimmt sehr gefreut haben und vielleicht gehofft haben, dass es passiert. Sabine Bohlmann liest uns vor. Und zwar aus dem Anfang von Willow, um uns wirklich den Einstieg ins Buch zu zeigen und die handelnden Personen uns gleich ein bisschen näher zu bringen. Ein Mädchen namens Willow. Unser Herz klopft mit dem Rhythmus des Waldes. Unser Atem fließt mit dem Wasser des Flusses. Unsere Seele fliegt auf dem Rücken des Falken. Vertrauen wir der Kraft der Natur, dann sind wir Teil von allem. Willow drückte ihre Nase an das Fenster. Es goss in Strömen und nur schemenhaft konnte sie die Umrisse des kleinen Waldes erkennen, der an den Garten ihres Hauses grenzte.
Was soll ich denn mit einem Wald? Flüsterte Willow. In diesem Moment tropfte ein dicker Wassertropfen auf ihrem Kopf. Sie sah nach oben. Undicht, na toll, stöhnte sie, als sie den Wasserfleck an der Decke bemerkte. Willow, rief ihr Vater von unten aus dem Wohnzimmer. Kommst du mal? Willow rutschte träge von der Fensterbank und ging langsam die Stufen hinunter. Ihr Vater stand zwischen unzähligen Umzugskisten und kratzte sich hilflos am Kopf. Kannst du mir nicht ein bisschen helfen, Willow? Was soll ich denn tun, Papa? Wie wäre es mit Kisten auspacken? Lohnt sich das? Ja, es lohnt sich, Pieps, weil wir nämlich hier bleiben werden. Das hast du auch schon in den letzten 5 Städten gesagt. Und kaum waren alle Umzugskisten ausgepackt, haben wir schon wieder alles eingepackt und weiter ging's. Also jetzt übertreib's mal nicht, Pieps. In Singapur waren wir immerhin 2 Jahre. 1, 2. Es war nur eines, das weiß ich ganz genau. Naja, aber immerhin haben wir es ein ganzes Jahr ausgehalten. Willow verdrehte die Augen. Pieps, ich muss nun mal dahin, wo ich arbeiten kann. Und das ist nun mal gerade hier und praktischerweise haben wir genau jetzt dieses Haus geerbt. Deshalb werden wir sicher eine sehr lange Zeit bleiben. Willow kniete sich vor eine Kiste, nahm ein Buch nach dem anderen heraus und stellte es lustlos ins Regal. Die Decke in meinem Zimmer im Dach ist undicht. Es regnet rein, sagte sie. Oh, antwortete ihr Vater. Ist das alles, Papa? Mehr sagst du nicht? Nur oh? Willow sah ihren Vater fragend an. Ich kümmere mich darum, versprochen. Genauso wie um den Schimmel an der Decke, den modrigen Geruch im Keller, die Spinnen in der Speisekammer, das fehlende Brett in den Dielen beim Eingang, die Toilettenspülung, die nicht spült, den Wasserhahn, der nur braunes Wasser ausspuckt, den... Ja, all das werde ich reparieren, und zwar schneller, als du Blaubeerkuchen-Sahne-Eiswaffel sagen kannst. Papa, du hast 2 linke Hände. Hammer und Nägel zählen zu deinen Feinden. Willow, mein Schatz, ab jetzt wird alles anders, denn ich werde das alles erledigen mit meinen eigenen magischen Händen. Denn hier kommt Superpapa! Willows Vater stellte sich breitbeinig auf eine Kiste, hob die Faust Richtung Decke und summte die Titelmusik von Superman. Willow musste gegen ihren Willen lachen. Jawohl, denn Papas sind die wahren Superhelden. Sie können Spaghetti anbrennen lassen, Löcher in Hosen nicht zunähen und außerdem können sie Kinder fliegen lassen. Er nahm Willow hoch und drehte sie im Kreis. Willow kicherte. Sie war eigentlich mit ihren 11 Jahren schon zu groß, um von ihrem Papa herumgewirbelt zu werden, aber sie genoss es trotzdem. Dann stellte ihr Vater sie auf seine Füße. Und Superhelden können tanzen. Niemand tanzt besser als Superpapa, darf ich bitten? Wir tanzen den Hühneraugentanz. Du stehst auf meinen Hühneraugen und trotzdem sehen wir toll aus. Sie tanzten zwischen den Umzugskartons herum und Willows Vater bemühte sich um ein ernstes Tänzergesicht. Willow tat es ihm nach. 10 Punkte von der Jury für den Hühneraugentanz, getanzt von Adam Flynn, genannt Superpapa, und seiner reizenden Tochter Willow, genannt Pieps. Lachend stolperten die beiden über einen Stapel Bücher, der im Weg lag, und fielen in die Wintermäntel, die bereits ausgepackt worden waren. Adam streichelte seine Tochter liebevoll über den Kopf und gab ihr einen Kuss. Ich hab dich so lieb, Pieps. Und du wirst sehen, wir werden es schön haben hier. Endlich haben wir ein richtiges Zuhause, in dem wir sesshaft werden können. Willow seufzte. Das Haus ist schrecklich alt, Papa. Aber es gehört uns. Und du hast einen Wald geerbt, Pieps. Hey, welches 11-jährige Mädchen besitzt einen Wald? Toll, grummelte Willow und strich sich eine rote Haarsträhne aus dem Gesicht. Bin ich Förster oder Rumpelstilzchen? Wozu brauche ich einen Wald? Soll ich Bäume fällen? Adam Flynn seufzte. Weißt du was? Ich habe gerade deine Gummistiefel in dieser Kiste gefunden. Na und? Sagte Willow und sah ihren Vater fragend an. Geh raus, lerne deinen Wald kennen. Aber es regnet. Ist doch nur Wasser. Und auch wenn du sehr süß bist, aus Zucker bist du nicht. Und wenn ich mich verlaufe? Adam Flynn stutzte. Pieps, so groß ist der Wald auch nicht. Es ist mehr ein Wäldchen. So, raus mit dir, sagte ihr Vater und fügte dann mit verstellter Stimme hinzu. Aber komm nicht vom Weg ab und sprich nicht mit fremden Wölfen. Ist gut, Großmutter, grinste Willow, zog ihren Regenmantel an, schlüpfte in ihre Gummistiefel und trat hinaus in den Garten. Alles war besser als Kisten auszupacken, fand sie. Es sah draußen wirklich ungemütlich aus, nass und kalt und dafür, dass es bereits Ende Mai war, einfach viel zu nass und viel zu kalt. Willow zog die Schultern zu den Ohren, warf den Regenwolken einen unfreundlichen Blick zu und stapfte hinüber zum Wald. Ja, sie hatte einen Wald geerbt von ihrer Tante Alvina, die gestorben war.
Willow versuchte angestrengt, sich an Tante Albinas Gesicht zu erinnern. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass sie und Albina früher wie Seelenverwandte gewesen waren. Und dann betrat sie den Wald. Ihren Wald. Sie hörte den Regen, aber die Bäume bildeten ein Blätterdach und so gelangten nur einige dicke Tropfen hindurch. Willow atmete tief ein. Es roch herrlich. Nach Moos und Rinde und Pilzen. Dieser Geruch erfüllte das Mädchen von oben bis unten. Er drang bis in ihr Herz und schon lange nicht mehr hatte sie sich so sicher und geborgen gefühlt. Sie schloss die Augen. Und plötzlich sah sie vor ihrem inneren Auge eine runzlige Hand, die eine kleine Kinderhand in ihrer hatte und diese zärtlich an einem Baum legte. Sie sah einen Wolfshund, mit dem sie Seite an Seite durch den Wald spazierte, ihre Hand in seinem Fell. Sie sah eine kleine Schale, in der ein Feuer entfacht wurde. Der Rauch des Feuers schien Bilder in die Luft zu malen. Flügel, einen Baum, eine sich drehende Spirale. Die Bilder wurden so intensiv, so echt, dass Willows Atem schneller wurde. Ihr Herz begann zu rasen und sie öffnete ruckartig die Augen. Es schien, als hätte sich etwas vor ihr bewegt. Die Zweige wackelten, sie schluckte. Der Wald war ihr mit einem Mal unheimlich, doch gleichzeitig fühlte sie sich magisch von ihm angezogen. Ein Teil in ihr wollte zurück zum Haus laufen, aber der andere Teil, der stärkere, führte sie nun Schritt für Schritt in den Wald hinein. Sie lauschte, wie still es war. Bis auf den Regen, der weit weg zu sein schien und ihre Schritte, hörte sie nichts. Doch dann erneut ein Rascheln, ganz nah. Willow blieb wie angewurzelt stehen. Sie konzentrierte ihre Augen auf das Dickicht. Die Zweige bewegten sich. Das Mädchen ging einige Schritte zurück. Und dann sah sie es. Ein Fuchs trat aus dem Gebüsch hervor. Er blickte Willow direkt in die Augen. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, doch sie hielt seinen Blick stand. Dann war es, als würde der Fuchs den Kopf neigen, um sich zu verabschieden, und verschwand. Willow hätte ihn gern noch länger beobachtet, aber er war nicht mehr zu sehen. Waren Füchse eigentlich gefährlich? Angst hatte sie keine verspürt. Sie war wie verzaubert von der Schönheit des Tieres. Sein rotes Fell sah so weich und glänzend aus, dass sie kurz davor gewesen war, ihre Hand auszustrecken und es zu berühren. Jetzt wurde es ihr bewusst. Sie hatte nicht nur einen Wald geerbt, sondern mit ihm auch alle Tiere, die in ihm lebten. Jede Blume, jeder Zweig, jedes noch so kleine Blatt. Das alles gehörte ihr. Und der Fuchs, der gehörte auch dazu. Sie hatte einen Fuchs. Und wer wusste schon, welche Tiere sie noch besaß? Willow legte ihre Hand auf den Stamm der Eiche vor sich. »Ich habe einen Wald«, flüsterte sie. »Ich habe einen Wald«, schrie sie auf einmal laut und hüpfte lachend über Wurzeln und herumliegende Äste. Dann sah sie noch einmal nach oben, breitete die Arme aus und drehte sich um die eigene Achse. Immer wieder, bis ihr schwindelig wurde und sie sich auf den weichen Waldboden fallen ließ. In Richtung der Baumwipfel rief sie, »Hallo Wald, ich bin Willow und ich denke, wir werden viel Spaß miteinander haben.« Ach, das war schön. Deine Stimme ist wirklich, also, ja? Dankeschön. Ja, mir fehlten gerade kurz die Worte. Wir haben unsere erste Zuschauerinnenfrage. Ella Cindy Kerkhoff fragt, was ist das Besondere daran, Kinderbücher zu schreiben? Das Besondere daran, ich wollte das einfach schon immer machen und ich habe so viele Ideen für Geschichten, ganz speziell für Kinder, weil ich so das Gefühl habe, dass ich den Kindern auch irgendwie noch so nahe bin oder dass ich sehr viel von meiner Kindheit noch weiß oder von der Kindheit meiner Kinder. Ich habe ganz viel gespeichert und deswegen ploppen so die Ideen dafür total auf. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man Kinder ernst nimmt und dass man ihnen was zumutet und dass man nicht immer denkt, naja, für Kinder muss es so ganz einfache Sprache sein und das verstehen sie jetzt eh noch nicht. Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass ich auch mal Worte nehmen darf oder Sachen machen darf, die Kinder vielleicht nicht gleich auf Anhieb verstehen, aber die sie dann verstehen, wenn sie es vielleicht nochmal lesen, wenn sie die Eltern fragen oder einfach aus dem Zusammenhang. Und ich glaube, man kann Kindern schon auch was zumuten. Erzählst du oder hast du deinen Kindern gerne Märchen erzählt? Ich war gar nicht so der Märchen-Fan, weil ich Märchen einfach immer zu brutal fand. Und
Ich weiß schon, das ist alles psychologisch ganz wichtig und so, aber ich fand es halt einfach heftig, wenn die Märchen wirklich darum gehen, dass eine sich die Zehen abschneidet, damit sie in den Schuh reinkommt. Und boah, ich war nicht so ein Fan eigentlich davon. Ich habe immer gesagt, ich möchte mal gerne ein Märchenbuch schreiben, weil die Märchenideen, die Grundideen eigentlich super schön sind, aber ich würde es wahnsinnig gerne mal neu anpacken und diese Märchen einfach etwas schöner schreiben. Also etwas. Die wiederum etwas kindgerechter, weil die finde ich schon ziemlich gruselig zum großen Teil. Ja. Dann hast du wahrscheinlich auch gar kein Lieblingsmärchen, oder? Doch, das schon. Ich mag des Kaisers neue Kleider total gern. Das ist zwar gar nicht so bekannt, aber ich mag die Idee dahinter wahnsinnig. Ich finde es so schlau, dieses Märchen. Also, dass man einem Kaiser, der nicht genug bekommt, einfach erzählt, da gibt es jetzt zwei Schneider und die haben einen Stoff und man kann nur der kann den Stoff sehen, der zu seinem Amt taugt oder der sehr schlau ist. Und die Dummen und die nicht taugen, die sehen den gar nicht. Und dann kommt er da rein und geht davon aus, er sieht ihn und er sieht ihn nicht und wagt es natürlich nicht zu sagen, dass er ihn nicht sieht. Und muss dann so nackig auf die Straße gehen. Und ich finde einfach dieses, also die Idee ist genial. Das hätte ich auch gern geschrieben. Hast du eine Lieblingshexe? Die kleine Hexe ist meine Lieblingshexe. Also die kleine Hexe aus der kleinen Hexe. Gottfried Preußler. Ja. Mein allererstes Theaterstück war Die kleine Hexe, die nicht böse sein wollte. Kennst du das vielleicht? Nee, das kenne ich nicht. Da geht es um eine kleine Hexe. Aber es ist nicht die kleine Hexe. Und die großen Hexen sagen ihr, wenn du eine echte Hexe sein willst, dann musst du unbedingt böse sein und den Menschen böse Sachen anhexen. Und sie weigert sich und dafür wird sie in einen Käfig eingesperrt. Und in dem Theater gab es dann, also sie saß dann in so einem kleinen Käfig drin. Und als dann Theaterpause war, also ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, saß dieses kleine Hexenmädchen in dem Käfig vor dem Vorhang. Und es war mir ein Herzensbedürfnis, zu ihr hinzugehen und zu sagen, ich weiß, wie das ausgeht, sie kommt da wieder raus. Ja, das war so meine erste Hexenbegegnung. Was hast du gerne mit deinen Kindern zusammen gemacht? Was habt ihr gerne unternommen? Was ist dir wichtig im Umgang mit Kindern? Das Wichtigste für mich ist immer, dass man die Kinder ernst nimmt, das habe ich gerade schon gesagt, aber dass man wieder zusammen gemeinsam Dinge macht, die Kinder jetzt nicht immer jetzt, ich sage jetzt mal, überall immer abgibt, weil da ein Betreuer ist, der das besser mit den Kindern kann oder man geht zu einem Malkurs und dann lernen die Kinder dort malen. Also da, ich finde immer, das muss alles gar nicht sein. Also man muss gar nicht so viel bieten. Also was man bieten kann, ist irgendwie alle um einen Tisch ganz viel Papier und jeder malt und auch Mama und Papa malen, aber nicht jetzt zeigen nicht, wie den Kindern das Malen geht, weil das wissen sie ja selbst, aber malen einfach auch ihre eigenen Bilder. Oder auch, dass man einfach wieder sagt, was hat man zu Hause, was kann man irgendwie tolle Sachen basteln. Also eine meiner schönsten Geschichten ist eigentlich, wir hatten mal so einen regnerischen Tag und wir wussten nicht, was wir tun sollten und hatten aber schon mehrere Wochen diese Toilettenpapierrollen, diese Papprollen gesammelt und auch diese Rollen, die man so bei wo Geschenkpapier drumherum ist. Hatten wir gesammelt und hatten so eine ganze Kiste davon und haben gesagt, dann basteln wir doch was draus. Und dann haben wir von dem Hochbett von meinem Sohn durch das ganze Zimmer durch noch über eine Leiter eine Murmelbahn damit gebaut. Und Cool. das war eine Aktion, die den ganzen Tag gedauert hat, weil es gab natürlich Abzweigungen. Dann wurde die eine Murmel durchgeworfen, die kam aber nicht durch, weil sie irgendwo hängen geblieben ist. Und bis dann mal die erste Murmel unten in, wir hatten extra so eine Alu-Schüssel unten hingestellt, damit es so richtig was so richtig laut wird. Als diese erste Murmel unten ankam, haben wir gejubelt. Und das war für mich so dieses Ding. Ich meine, das hat alles nichts gekostet. Und wir hatten so einen Spaß und auch so einen Ehrgeiz dabei entwickelt. Ich meine, ganz zu schweigen von dem, was man dabei alles lernt. Ich finde einfach wieder diese Dinge, nicht immer in Vergnügungspark und da und Geld ausgeben und dann noch dorthin, sondern dieses wirklich Ursprüngliche wieder. Ja, und da wieder am Tisch sitzen, gemeinsam essen, gemeinsam reden, Familienstammtische machen, wo man einfach die Kinder ernst nimmt, mit denen auch wirklich über Sachen diskutiert. Das ist, also finde ich sowieso auch unglaublich interessant, was alles rauskommt, wenn man dann über Berufe spricht. Was wollt ihr mal werden? Was wollten Mama und Papa werden, als sie kleiner waren? Es gibt so viel spannende Sachen und spannende Themen.
Und für mich ist das einfach das Schönste, wieder mit der Familie zusammen Sachen zu machen, ohne dieses Berauschen von außen und immer nur bieten, bieten, bieten. Ist das deine Botschaft an Eltern? Unbedingt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die, also es machen ja eh sehr viele, aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr Eltern das wieder mehr genießen, diese Zeit miteinander. Ich denke mal, durch die Corona-Zeit haben viele Leute das vielleicht auch wieder lernen müssen oder wieder gelernt. Und das war, finde ich, auch eine ganz neue Erfahrung wieder. Ich hatte hier mein Fenster im Arbeitszimmer offen und habe in diesem Mai, April, Mai auf einmal wieder mitten am helllichten Tag Eltern mit ihren Kindern rumlaufen hören, die gelacht haben, die Verstecken gespielt haben und Fangen und Ochs am Berg und Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen? Und das fand ich einfach, wenn man was Positives an dieser Zeit sehen kann, fand ich das total schön, auch wenn ich weiß, dass viele Eltern es auch ganz schwer hatten, zu Hause den ganzen Tag, jeden Tag die Kinder zu haben und mit dieser Schulbetreuung, das weiß ich alles, aber so ein kleines bisschen schön war das, glaube ich, schon auch, dass man wieder gemeinsam die Dinge gemacht hat. So ein bisschen wieder zurück zum Ursprung, was wir vorhin angedeutet haben. Genau. Willow zieht ja mit ihrem Vater zusammen in eine neue Stadt, muss in eine neue Schule gehen, kennt dort niemanden, braucht also auch neue Freunde. Wäre zumindest schön, wenn sie welche findet. Und dass das nicht immer so einfach ist, das muss sie lernen. Vor allem auch, weil es nicht so einfach ist, wenn man anders ist als andere. Und ich habe dann während des Lesens gedacht, Kinder können manchmal unfassbar fies sein, eben wenn jemand anders ist. Kennst du das auch? Wie ging es dir da beim Schreiben? Also natürlich leidet man auch immer mit den Figuren mit, wenn man was schreibt, aber natürlich ohne Konflikt würde ein Buch gar nicht gut werden, weil es muss ja einen Konflikt geben, damit man ihn lösen kann, damit nachher alles gut werden kann. Und natürlich ist Willow schon auch, die ist ja auch nicht so ganz einfach. Das ist ja nicht so, dass die da reingeht und gleich irgendwie zu jedem, die ist ja schon eigentlich, erwartet sie auch noch fast, dass sie da, dass das alles schlimm wird. Und dann ist sie natürlich auch ein bisschen chaotisch. Ihr Vater ist auch etwas chaotisch. Die kommen beim ersten Schultag gleich rein, vergessen ihre Schuhe anzuziehen und sind dann da barfuß und alle Haare sind verstrubbelt. Also es ist auch so ein blöder Start für sie und ja, und dann natürlich die anderen Kinder, die sich schon so lange kennen und dann wird es natürlich erstmal schwierig, aber es, im Grunde sitzt in der Klasse ja schon ein Kind, die ihr wohlgesonnen gegenübersteht, aber das merkt sie natürlich in dem Ganzen gar nicht, weil sie sieht nur die blöden Kinder und alle sind blöd und da möchte sie nicht mehr hin und das sieht sie ja dann erst nach und nach. Ja, manchmal, wenn man mit dieser Erwartungshaltung reingeht, keiner wird mich mögen, dann sieht man auch nicht das Potenzial, jemand mag mich. Genau. Also eigentlich muss man immer erstmal positiv, also wenn man es kann, positiv überall reingehen und erstmal damit reingehen, dass alles gut wird und dass ich auch nett zu den Leuten bin, weil meistens ist ja, das ist ja wie ein Bumerang. Also es gibt es auch mal anders, aber wenn ich schon irgendwie in ein Geschäft gehe und ich motze gleich die Verkäuferin an und sage, wo gibt's denn jetzt das und da haben sie auch gar nichts da von dem, dann ist die ja auch, eigentlich kann sie nur noch schlecht gelaunt mir gegenüber sein oder unfreundlich. Und das ist aber so das Ding, mit dem ich auch zum Beispiel nicht zurechtkomme, wenn ich freundlich auf Leute zugehe und die sind dann unfreundlich zu mir, das ist für mich ganz, ganz schlimm. Also da gehe ich dann oft schluckend irgendwie weg, weil ich mir denke, so, ich habe der Frau nichts getan, ich war nett. Und deswegen ist es für mich auch also ganz wichtig, dass es meine Kindern zeigt. Wir haben mal, meine Kinder und ich, wir haben mal einen Ober freundlich gehext. Und waren meine Wie Kinder noch ging das? klein. Ja, meine Kinder waren noch klein, wir sind in ein Restaurant gegangen hier in München und haben uns sehr gefreut. Das war so ein richtig bayerisches, uriges Restaurant. Und wir sagten den Kindern, da gibt es ganz tolle Knödel und ganz leckeres Essen. Und dann saßen wir da und ganz, juhu, wir sind im schönen Restaurant. Und dann kam ein Ober, der wirklich, der hat uns die Karten nur so hingeschmissen, die Speisekarten. Und die Kinder guckten an und sagten, ich komme gleich, sagt er dann nur und ging dann wieder. Und war wirklich so unfreundlich, dass die Kinder bekamen ganz große Augen und haben gesagt, pass auf. Wir zaubern den jetzt freundlich. Und zwar geht es so, dass man so freundlich zu dem wieder ist, also nicht die Unfreundlichkeit von ihm aufnimmt, sondern so freundlich, dass der nur freundlich werden kann. Und dann haben die Kinder tatsächlich so, ich hätte gern ein Knödel mit Soße. Vielen Dank. Und dann haben sie sich bedankt und alles war halt total nett. Und so nach und nach ist der auch freundlich geworden. Am Schluss war er tatsächlich freundlich. Und ich war total erleichtert, dass es geklappt hat und dass ich den Kindern nicht irgendwas erzählt habe, was dann am Schluss nicht hingehauen hat. Sehr gut.
Manchmal kann man also unfreundliche Menschen freundlich hexen. Werde ich mir merken. Meine Yogalehrerin hat immer gesagt, sei freundlich zu unfreundlichen Menschen, die brauchen es am meisten. Da hat sie recht. Ja, finde ich auch. Wir haben eine Zuschauerinnenmeinung. Katrin Bieder sagt, meine Tochter liest das auch mit so Herzchen-Smiles. Ich glaube, der Tochter gefällt's. Das ist schön. Ja. Ja. Also wenn jemand so richtig unfreundlich zu mir ist, dann denke ich immer darüber nach, was für einen furchtbar schlechten Tag dieser Mensch haben muss, dass er gerade so pampig zu mir ist. Und dann habe ich Mitleid. Und mit Mitleid geht es irgendwie leichter. Das ist wahr. In Willow gibt es wunderschöne Illustrationen. Und die Zeichnerin warst ja nicht du. Wie ist es denn, wenn du jemanden suchst, der die Bilder zu deinen Geschichten macht, der quasi die Geschichte lebendiger macht noch? Ist das ein besonderes Vertrauensverhältnis? Wie ist das so? Also es ist erstmal so, dass nicht ich die aussuche im ersten Schritt. Also der Verlag sucht die Leute aus. Es ist meistens so, dass der Verlag zu mir sagt, wir hätten hier ein, zwei, drei Illustratoren, die könnten wir uns gut vorstellen. Und dann schaue ich mir so die Internetseiten und alles, was es so gibt, so ein bisschen an und gucke ein bisschen drüber. Was aber manchmal auch nicht so einfach ist, weil die natürlich sehr, sehr viel verschiedene Stile auch haben. Also manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, wie kann denn jetzt der jetzt immer nur kleine Bären malt, wie kann denn der jetzt auf einmal eine Hexe malen oder so? Deswegen ist es manchmal nicht so einfach, aber man kann dann schon sehen, welcher Stil so gefallen würde. Und die Simona Ceccarelli, hat nämlich die Bilder gemalt für die Willow. Und als ich die gesehen habe, die ersten Bilder, saß ich nur da und war völlig baff. Also ich hatte das selten, dass es wirklich so ist, dass sie so verstanden hat, was ich damit sagen will und dass die Illus auch diese Innen reingemalt hat. Also jedes Einzelne ist einfach für mich ein totales Kunstwerk. Und vielleicht kann ich ja mal hier sowas einfach ins Bild halten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das finde ich natürlich die Tollen nicht. Und ich hatte das Gefühl, also sie hat das Buch einfach total begriffen und auch meine Art zu denken total begriffen. Und also das ist jetzt zum Beispiel mal ein Bild von, kann man das sehen? Ja. Von Willow, wie sie den Schlüssel sucht von dem Schlüsselbaum, was ich wahnsinnig schön finde. Dann macht sie natürlich die Tiere auch wahnsinnig schön. Ja. Hier ist die Eule. Und es gibt noch ein ganz, ganz schönes Ich Vogel. habe eine Lieblingsillustration in Willow. Zeige ich dir auch mal. Ha, der Fuchs. Oh, der Fuchs ist auch so toll. Und wahnsinnig schön. Also der ist auch so liebenswürdig. Und also ich liebe die Illustrationen. Und ich habe fast geweint, als ich die gesehen habe, weil ich sie so toll dafür fand. Ja, hier gibt's, Willow findet ihre erste Freundin. Sieht man das? Ja, sieht man gut. Oh. Auch voll Also schön. ich finde die Mädchen, also auch die Gesichter, die Charaktere, man sieht das so richtig. Ich war total begeistert. Ja, hier sind zum Beispiel mal die ganzen Mädchen. Das ist praktisch die Willow, die Gretchen, Valentina und Lotti. Kann man sehen? Ja, genau. Aber ich Das finde, war so süß. Valentina sieht ein bisschen aus wie Greta. Stimmt. Guckt auch so ernst, ne? Ja, ein bisschen. Ja. Aber da habe ich wirklich gedacht, also ich bin ja kein 11-jähriges Mädchen, ne? Aber ich habe dann gedacht, oh, wie schön ist das bitte? Also wie warm wirken die auch? Und ich konnte das dann so richtig plastisch vor mir sehen. Wenn jetzt eine Figur nur beschrieben wird, dann hat man ja so sein eigenes Bild, aber das war richtig hilfreich. Ja. Wir haben wieder eine Frage. Zwei Fragen, oh mein Gott. Ella Cindy Kerkhoff fragt dich, ob es eine Botschaft in Willow gibt. Ja, die Botschaft ist natürlich, geht in den Wald und lasst euch verzaubern durch einen Wald und durch die Natur und vergesst nicht, dass das da einfach ganz tolle Welten sind. Und Daniela Nippel sagt, oder fragt, ich möchte auch ein Kinderbuch schreiben und habe auch die Ideen im Kopf, aber es hapert an der Umsetzung. Liebe Sabine, hast du dir vorher immer Notizen gemacht oder einfach drauf losgeschrieben? Also, bevor ich mich wirklich hinsetze und schreibe, passiert ganz viel in meinem Kopf. Also, ich lege für jedes einzelne Buch, das ich schreibe, ein Heft an
Und ich suche da auch ganz lange, suche ich dieses Heft auch raus, dass es auch wirklich passt. Und dann schreibe ich schon mal in dieses Heft alles rein, was mir so einfällt zu Willow. Und die Ideen kommen ja nicht, also es ist meistens so, dass man sich nicht hinsetzen kann und dann kommen alle Ideen, die man braucht. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man anfängt, an eine Idee zu denken, dass dann die Ideen dazukommen, weil man sich einfach damit auch beschäftigt vom Kopf her. Und dann notiere ich die ganzen Sachen und erst, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und anfange, weiß ich ja schon so ungefähr, was ich machen möchte. Also ich mache manchmal mache ich es so, dass ich so sogar so einen Handlungsstrang, also richtig einen Strich male und dann da mit so Post-its draufklebe, was ungefähr wann passieren soll, damit ich mit den Post-its dann auch wieder umkleben kann oder wenn mir was Neues einfällt dazwischen, kann ich das wieder reinkleben und so bleibt der flexibel. Und dann umgebe ich mich auch immer mit ganz vielen Dingen, die zum Buch passen, einfach auch um in diese Stimmung zu kommen. Bei Willow hatte ich ganz viele Bilder von Fotos vom Wald außenrum. Manchmal suche ich mir sogar im Internet oder irgendwie oder sogar wenn ich Kinder kenne hier in meiner Umgebung, die ich irgendwie mit der Figur verbinde, dann hänge ich mir Fotos von denen auf, damit ich immer gleich weiß, wer spricht wie und wer sieht wie aus. Und dass ich auch niemanden vergesse. Also ich habe jetzt auch mal ein Buch, da waren sieben Kinder, sind sieben Geschwisterkinder. Und damit ich niemanden vergesse, der auch mal spricht, habe ich die auch alle über mir, also mit Bild und mit auch den Charakterbeschreibungen, damit ich nicht einfach von sieben Kindern auch mit jeder mal was sagt und damit jeder im Charakter auch drin bleibt. Und ja, manchmal ist es so, dann weiß ich vorher schon, was genau passieren wird. Aber oft ist es dann so, dass während dem Schreiben noch Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und das ist wirklich so, wie wenn die Dinge einfach passieren. Und das sind manchmal wirklich so Sachen, wo ich denke, so eine Idee hätte ich jetzt so gar nicht haben können. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Figuren verselbstständigen sich so ein bisschen und sagen dann auch was sie sagen würden oder machen irgendwas anderes. Ja. Also entwickeln so richtig eigene Persönlichkeit. Ja, manchmal schon. Du hast gerade gesagt, wenn du schreibst, versetzt du dich in die Stimmung von dem Buch, an dem du gerade schreibst. Und wir haben ganz tolle Bücher, wie es bei dir zu Hause, Bücher, Bilder, wie es bei dir zu Hause aussah, während du an Willow geschrieben hast. Die würden wir Ihnen gerne zeigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und magst du uns mal erzählen, wie das so war? Also du hast jetzt schon gesagt, ja, da war ganz viel Wald, aber wie sieht das so aus? Also wann pinnst du die Bilder dran? Wie fühlst du dich dann? Wie gehst du in dieses Zimmer? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so sitze und so, oh, ich habe jetzt für die Stimmung. Das mache ich nicht. Es ist einfach so, wenn ich hatte eben einfach auch mir so ein paar Hexenbücher bestellt, also wo es wirklich um so Zaubertränke ging. Ich hatte ein paar Bücher von Schamanen, also so Krafttiersachen und auch von diesem Räuchern hatte ich auch ganz viel, wie man das überhaupt macht, damit ich es auch richtig beschreibe. Weil auch wenn es ein Kinderbuch ist und auch wenn es ja irgendwie alles nur Fantasie ist, möchte ich eben doch, dass ein paar Sachen stimmen. Und ich konnte mir daraus sehr viel auch Inspirationen holen oder auch eben mal so gucken, was ist eigentlich überhaupt mit dem Räuchern? Was räuchert man dann, wenn man irgendwas verbrennt? Was streut man da alles rein in so eine Schale? Und ja, das Komische war eigentlich bei diesem Buch, dass dann diese ganzen Hexenbücher auf meinem Tisch lagen und ich angefangen habe zu schreiben und auf einmal in unserem, also ich wohne im dritten Stock in einem Mehrfamilienhaus und auf einmal in diesem ganzen Haus lauter seltsame Dinge passiert sind. Also erstmal war im Erdgeschoss ein riesen Wasserschaden und irgendwann war bei uns noch ein Wasserschaden, also im Bad, also das ist direkt, auf einmal kam so, so ein großer dunkler Fleck bei mir im Arbeitszimmer, was ist das denn? Und dann war das so ein, also wirklich so ein Wasser, der dann so rausspritzte und wir wirklich wie so am Schiff so, hol die Eimer! Und die sind alle gerannt und haben alles gestopft. Und dann auf einmal war noch, da musste ich das Zimmer räumen, also musste ins Schlafzimmer und dort meinen Schreibtisch aufbauen. Und auf einmal macht es so, also ich wohne unterm Dach direkt, also da kommt so ein schräges Dach mit so einer Dachrinne. Und auf einmal macht es immer so, ich dachte, was ist das denn jetzt schon wieder? Und dann guckt er auf einmal, so eine Krähe immer wieder so, die saß da oben und ist immer hin und her gelaufen und guckte auf einmal immer so zu mir runter. Und da habe ich mir gedacht, also
Das ist jetzt schon alles komisch. Und als bei dem Wasserschaden dann die Arbeiter hier reinkamen, weil sie natürlich das stopfen mussten und so, hat der eine tatsächlich den Satz gesagt: Also, dieses Haus ist ja wie verhext. Und dann war ich nur froh, dass der nicht in mein Arbeitszimmer geschaut hat und nicht gesehen hat, dass ich diese ganzen Hexenbücher und so hier alle stehen habe. Ich Da ist weiß aber beim Zaubern was gewaltig schief gegangen. nicht. Irgendwas ist schiefgegangen. Ich glaube, ich war noch am Anfang. Vielleicht muss ich noch ein bisschen üben. Bestimmt, daran wird es liegen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass du es mittlerweile kannst und nirgendwo mehr ein Rohr platzt. Das hoffe ich auch. Das mit der Recherche finde ich auch so schön und ich finde auch gar nicht, dass es nur ein Kinderbuch ist. Ich finde, das ist so ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Leser. Dass man, egal was man schreibt, ob das jetzt Liebesroman, Krimi, Kinderbuch, was auch immer ist, sich vorher mit der Materie beschäftigt und dann eben auch das Richtige schreibt. Also das, worum es da wirklich geht, auch ein bisschen nachvollziehbar macht. Weil ich habe es schon öfter erlebt in den Fanforen von Autoren, dass dann auch Fans von den Büchern oder von dem Autor eben Dinge ausprobieren möchten und dann unfassbar enttäuscht sind, wenn das nicht funktioniert. Und das finde ich so schade. Ja, ich meine, gut, da muss man natürlich bei so Fantasy-Sachen so ein bisschen was abziehen, weil ich hoffe jetzt nicht, dass alle versuchen, einen Fuchs kennenzulernen oder Steinbrocken fliegen zu lassen und sich dann bei mir beschweren, dass das nicht funktioniert. Hoffe ich natürlich nicht. Es ist natürlich immer eine Mischung aus Recherchieren und darauf einfach noch eine ganz große Ladung Fantasie dazu packen. Aber das mit dem Fuchs ist gar nicht so unrealistisch. Ich habe die Woche gelesen in der Süddeutschen, dass Füchse wieder in Vorgärten oder Hinterhöfe vordringen in München. Also, es ist nicht so unrealistisch, aber nicht jeder ist zum Streicheln da. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob die ganz gefährlich sind oder wo. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind Ich nicht hätte gefährlich, einfach. ich glaube, die sind eher scheu, die haben eher Angst. Ich hätte einfach eher Respekt, weil es ja immer noch ein wildes Tier und die haben ja auch Angst vor uns. Und dann aus Angst machen Tiere ja häufig Dinge, die wir Menschen dann für Aggression halten, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben Sabine Bohlmann gefragt nach ihren Lieblingsbüchern und freuen uns sehr auf ihre Empfehlungen. Ich muss nur vorher noch sagen, Sie müssen jetzt nicht panisch mitschreiben oder uns gleich fragen, was war das gerade? Denn die Kolleginnen vom Weltbild Social Media Team posten Ihnen die Links zu den Büchern in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf deine Empfehlung. Ja, also ein Buch, was ich jetzt ganz neu gelesen habe, also ich glaube erst vorletzte Woche bin ich fertig geworden, das ist Pandatage von James Goldburn, heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Es ist ein Erstlingswerk von ihm, was ich auch total erstaunlich fand. Und ich finde, der hat so toll geschrieben, er schreibt wirklich wie ein Film. Man sieht alles vor sich und ich habe das schon alles vor mir gesehen. Also eigentlich muss man das verfilmen, weil sich das so gut auch eignet. Es handelt von einem alleinerziehenden Vater. Die Mutter ist gestorben. Er hat einen kleinen Sohn, aber verliert so ein bisschen den Draht zu diesem Sohn, weil er auch überfordert ist mit allem. Er verliert auch seinen Job. Er kann die Miete nicht mehr zahlen. Es gibt noch so eine kleine Mafiosi-Geschichte, dass der Vermieter ihm droht, wenn er die Miete nicht zahlt, dann passiert was ganz Schlimmes und so. Und er ist so verzweifelt und geht eines Tages durch den Park und sieht auf einmal ganz viele so Künstler, so Straßenkünstler, die wahnsinnig viel Geld machen. Und zwar nur, indem der eine jongliert und der andere ein bisschen zaubert und jeder macht der andere tanzt so ein bisschen. Und er sieht eben immer, wie viel Geld da in diese Hüte reingeschmissen werden. Dann denkt er sich, das mache ich jetzt. Und geht zu so einem Kostümverleih, aber er hat kaum Geld, kann sich nur das schlechteste Panda-Kostüm leisten, das es so gibt, also so richtig mit Kopf und allem. Und geht dann in diesen, es stinkt auch noch total, ich habe die Vorstellung so schlimm, in so ein stinkendes Panda-Kostüm zu gehen. Und geht dann in den Park und versucht zu tanzen, was er irgendwie auch nicht wirklich kann. Und da kommt irgendwann sein Sohn vorbei. Und er kennt ihn natürlich nicht, weil er ja in dem Panda-Kostüm drin steht. Ach, und sein Sohn hat aufgehört zu sprechen, seitdem die Mutter gestorben war. Und auf einmal fängt der Junge wieder an, mit diesem Panda zu sprechen. Und da ist natürlich sein Vater jetzt drin. Und jetzt kriegt er über den Sohn alles raus, warum der Sohn nicht mehr spricht und was er an seinem Vater blöd findet, kann als Vater dann wieder alles anfangen zu ändern.
Mehr sage ich jetzt nicht. Genau. Genau. Dann liebe ich noch von Marianne Laki, was man von hier aus sehen kann. Das ist eine total schräge Geschichte, finde ich, mit ganz, ganz schrägen Persönlichkeiten und Charakteren. Aber ich liebe genau das, wenn die Leute so total schräg sind. Und es handelt von einer Frau in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, die immer, wenn sie in der Nacht von einem Okapi träumt, dann stirbt jemand dort. Und das wissen die alle in diesem Ort. Also immer, wenn die davon träumt, dann hat jeder total Angst. Und eines Tages träumt sie, also eigentlich nachts träumt sie wieder davon, von einem Okapi. Und sie erzählt es dann aber ganz nur einer Person, sagt, aber bitte erzähl es nicht weiter, weil sonst ist hier wieder die Panik, weil ich habe ja wieder von ihm geträumt. Und die eine erzählt es wieder einer weiter und es verbreitet sich ganz schnell, dass in den nächsten Tagen irgendwer sterben wird und niemand weiß, wer es ist. Und jetzt fangen die alle an, sich zu ändern und jeder fängt an, nochmal Entschuldigungsbriefe zu schreiben und jeder ist schon so fast davor, die wegzuschicken. Und man lernt diese ganzen Leute total kennen und ja, ich finde, es ist ein wunderbares Buch. Und dann ein Jugendbuch. Das ist Wunder von Rachel heißt der wahrscheinlich, Palacio. Und ich habe es wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen, aber dieses Buch Wunder, das ist ja auch, glaube ich, relativ bekannt. Das ist auch verfilmt worden vor ein paar Jahren. Handelt von einem kleinen Jungen, der August heißt und der ist 10 Jahre alt und der ist eigentlich ein ganz normales Kind, also der ist genauso fröhlich und genauso intelligent wie alle anderen, aber er ist eben von Geburt an entstellt, er hat ein entstelltes Gesicht, hat schon ganz, ganz viele Operationen gehabt und kommt jetzt auch auf eine neue Schule und diese ganze Geschichte, wie der dann Freunde findet und das ist so rührend und so toll geschrieben und ja, wie er langsam dort auch wächst und langsam auch Vertrauen zu ihm findet und auch, dass die anderen auf einmal irgendwann vor ihm auch keine Scheu mehr haben, weil sie ihn einfach nur als normales Kind irgendwann sehen. Genau. Und mein Lieblingsbuch aus meiner Kindheit, Der geheime Garten von Frances Burnett. Das handelt von, es ist wirklich ein sehr, sehr altes Buch. Ich weiß gar nicht, wann das geschrieben wurde. Es handelt von einem Mädchen, die wird zu ihrem Onkel geschickt in so ein altes Haus, weil das Mädchen ist waise. Und der Onkel ist auch so ein, erstmal natürlich auch so ein unfreundlicher Kerl. Und man weiß dann aber nachher, dass er deshalb so unfreundlich ist, weil seine Tochter früh gestorben ist. Und also er hat so ganz viele auch so Baustellen. Und das Mädchen ist sehr auf sich allein gestellt und auf einmal entdeckt es, neben diesem Haus eine Mauer und hinter dieser Mauer ist ein ganz alter Garten, also der geheime Garten eben. Und der ist völlig überwuchert und irgendwann ist so, dass so ein kleiner Vogel kommt und dem folgt sie und der zeigt ihr so einen Eingang in diesen Garten und dann fängt sie an, diesen Garten so langsam auch wieder aufzubauen. Im Frühjahr fängt es dann an zu blühen und sie fängt an, diesen Garten wieder herzurichten. Und sie lernen noch zwei andere Kinder kennen, eins noch in diesem Haus, ein Kind ist dann noch in diesem Garten mit dabei. Und es ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Muss ich dir zustimmen, es war eines der schönsten Kinderbücher, die ich je gelesen habe. Ja, Von Kinderbüchern, bei dir ja nicht so weit weg, zu nächsten Projekten. Wann können wir dich wieder sehen? Wann gibt es vielleicht was Neues von dir? Was kannst du uns sagen? also, ich habe im Herbst tatsächlich jetzt noch 40 Lesungen vor mir. Und zwar auch noch 3 Lesereisen sind dabei. Also eine so Bodensee-Richtung, eine im November in Schleswig-Holstein. Und also ich bin da sehr viel unterwegs noch. Und also soweit das natürlich alles stattfindet durch Corona, das weiß ich jetzt alles noch nicht genau. Wir haben auch noch ein paar Aufführungen mit dem Siebenschläfer, unter anderem in Frankfurt während der Frankfurter Buchmesse. Also jeder, der dort wohnt, guckt doch mal, wo wir da spielen. Da habe ich 3 ganz tolle Musiker mit dabei und habe dieses Stück vom kleinen Siebenschläfer, der übrigens hier so aussieht. Und da habe ich ein kleines Stück gemacht mit ganz viel Musik und ganz tolle Sänger sind dabei. Und das machen wir während der Frankfurter Buchmesse, die ja dieses Jahr etwas anders stattfindet, in Frankfurt, in einem Theater.
Ich weiß leider im Moment nicht, wie das heißt, das Theater, aber man kann das auf den Seiten mit den ganzen Veranstaltungen bestimmt finden. Und ich werde für Willow im September, Ende September, ein Hörbuch aufnehmen, das ich natürlich selber sprechen darf, was ich auch immer total toll finde, weil da kommen natürlich meine ganzen Berufe eigentlich zusammen, schreiben und sprechen. Und das wird wahrscheinlich, schätze ich mal, nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen. Und dann kommen noch ganz viele Bücher von mir raus. Ein neuer Siebenschläfer kommt noch im Herbst. Und im Frühjahr kommt eine neue Frau Honig raus. Frau Honig Teil 3. Und eine Adele kommt auch noch raus. Der dritte Teil von Adele, von meiner Reihe. Auch noch. Genau. Das Das klingt nach unheimlich viel. ja. Dann wünsche ich dir schon mal Cool. ganz, ganz viel Gutes gelingen und Erfolg und uns allen, dass du reisen darfst und lesen und sprechen und spielen. Das hoffe ich sehr. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind fast am Ende von Ein Mädchen namens Willow bei Weltbild liest. Und ich würde Ihnen gerne noch was mit auf den Weg geben. Im tiefen Inneren des Waldes, den Willow geerbt hat, steht das kleine Hexenhaus. Und über dem Haus steht die Botschaft: Hör auf dein Herz. Vielleicht das Wichtigste, was man in unserer verkopften Zeit verinnerlichen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit und Bewusstsein für Magie, für die Natur und für Begegnungen mit Menschen und Tieren und ihrer eigenen Kraft. Vielen lieben Dank an dich, Sabine, für das tolle Gespräch. Es Danke hat dir mir auch, richtig viel Franziska. Spaß Hat gemacht. mir auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen was von unserer Neugier und unserer Freude an Natur und Tieren miterleben, mitnehmen können.